So sah es im Hengersberger Gewerbegebiet noch am frühen Mittwochnachmittag aus. Und so am Abend. Die neue Traglufthalle, eine von künftig zwei neuen Flüchtlingsnotunterkünften im Landkreis Deckendorf. Drei Wochen Vorarbeit waren nötig, um die idealen Grundvoraussetzungen für die Halle zu schaffen. Es sind die letzten Tage die Baumaterialien für die Halle hier angeliefert worden in Hengersberg. Heute war der große Tag, wo wir jetzt gesagt haben, jetzt können wir die Halle aufblasen. Es sind die Materialien befestigt worden, es ist dieses Gebläse mit angeschlossen worden. Und obwohl die Halle doch ein ziemlich großes Volumen hat, schafft es die Firma jetzt in knapp einer Stunde tatsächlich die Halle aufzublasen. 36 auf 72 Meter, 9,5 Meter hoch. Mit einem ständigen Überdruck von 150 bis 180 Pascal wird die Luft innerhalb der Dreifachmembran gehalten. Ein Stahlnetz sichert die Gesamtkonstruktion. Eine gewisse Ähnlichkeit mit der Münchner Allianz Arena täuscht allerdings nicht darüber hinweg, welche Aufgabe die Halle ab dem 8. November übernehmen soll. Also grundsätzlich ist angedacht, dass die Halle schnellstmöglich gefüllt wird und dass die Personen dann angedachterweise bis zu 3 Monate in der Halle sich aufhalten können. In der mit Erdgas beheizten und mit einem isolierten Fußboden ausgestatteten Halle haben später bis zu 300 Flüchtlinge in 150 Doppelstockbetten Platz. Ein boxenähnlicher Aufbau soll dabei wenigstens für ein bisschen Privatsphäre sorgen. Also in der Halle, da sind Container drin, da sind Duschen drin, da sind Toiletten drin, da sind Bürocontainer drin. Es gibt einen eigenen Essensbereich, es gibt einen eigenen Aufenthaltsbereich und einen eigenen Bereich für Security und Personal. Die 18 Container überhaupt zu bekommen, stellte dabei für Deckendorfs Landrat Christian Bernreiter, der sich den Aufbau selbst an seinem freien Tag nicht entgehen ließ, das mit Abstand größte Problem dar. Das wiederum wirkt sich nun auch auf die zweite Traglufthallen-Dependance in Metten aus. Wir sind jetzt 4 Wochen in Zeitverzug, weil die Container nicht da waren. Das hat der Problematik geschuldet, dass eben der Markt leergefegt ist, dass es gar keine Container gibt. Durch die Tatsache, dass die Container nicht verfügbar waren, bin ich auch beauftragt worden, alle Container für die Traglufthalle in Bayern zu organisieren. Das haben wir dann gemacht, darum kenne ich den Plan. Also es wird Dezember werden, bis Metten entsprechend in Betrieb gehen kann. Ein Umstand, der angesichts der stetig widriger werdenden Witterungsbedingungen für Anspannung bei den Verantwortlichen und für teilweise noch mehr Unverständnis auf Bevölkerungsseiten sorgt. Heißt? Dass die Bevölkerung uns Grenzen aufzeigt, bekomme viele wütende Anrufe und sagen, Mensch, wisst ihr überhaupt noch, was ihr hier macht? Wir verstehen das nicht mehr. Dennoch sieht sich Bernreiter in der Verantwortung, bestmögliche Lösungen vor Ort zu schaffen, gerade weil nun die Wintermonate vor der Tür und tausende Menschen an den Grenzen stehen. Wir denken natürlich, da kann ich jetzt kein Hehl draus machen über weitere Standorte von irgendwelchen Einrichtungen nach. Wenn ein Notfall eintritt, werden wir auch Turnhallen bei uns im Landkreis verwenden müssen. Das ist für mich nur die allerletzte Notmaßnahme, weil ich das eigentlich nicht möchte. Aber wenn es nicht geht und bevor Menschen erfrieren, werden wir das machen müssen. Ich glaube, für eine kurze Zeit hat die Bevölkerung Verständnis. Doch um dem stetigen Ansturm gerecht zu werden, braucht es viel mehr Unterkünfte. Von mehreren 100.000 Wohnungen ist derzeit die Rede. Eine langwierige Aufgabe. Bis die Menschen dann aus großen Einrichtungen, denen sie eigentlich ohne Intimsphäre zusammenleben müssen, 300 Menschen auf engstem Raum, dass sich die Situation über lange Zeit hinziehen wird, bis der Wohnraum geschaffen ist. Und da werden sich neue Konflikte ergeben. Die Traglufthalle in Hengersberg, zumindest ein Anfang. Bis zu 12 Monate darf sie hier stehen, mit einer entsprechenden Sondergenehmigung sogar noch länger. Die monatlichen Miet- und Unterhaltskosten übernimmt dabei der Freistaat. Trotz dieser positiven Fortschritte bleibt Bernreiter jedoch realistisch. 300 Plätze für 6.000, die täglich ankommen. Das ist eine Relation, die eigentlich beschreibt, was hier los ist. Es müssen eigentlich jeden Tag in Deutschland 20 solcher Hallen aufgestellt werden. Dass das nicht funktioniert, glaube ich, muss jedem klar sein.